Mittwochabend, 20. April 2016 in der GTEC Arena. Zu Gast ist die SG Flensburg-Handewitt, die sich noch Hoffnungen im Meisterschaftskampf macht. 6.542 Zuschauer werden die Halle füllen. Unser Kader ist für die entscheidenden Tage fit, nur Jurenatek fehlt. Auf geht's also. Den Torreigen eröffnet Robert Weber. Die Halle ist sofort da. In der 5. Minute kommt das erste Flensburger Tor, 2:1. Im Gegenzug hämmert Finn Lemke zum 3:1 ein. Aber so geht es nicht weiter. Flensburg Torhüter hält und im Gegenzug gibt es den Ausgleich, 5:5 durch die Flensburger. Flensburg lässt sich Zeit, scheitert aber an Yannick Green. Und wieder Yannick! Wenig später erhöht dann Michael Damgaard zum 7:5, der SCM jetzt 2 vor. Aber knapp 3 Minuten später folgt der erneute Ausgleich. Holger Glandorf zum 7:7. 4 Minuten später. Yannick Green hat mit diesem Ball kein Problem und auf geht's nach vorn. Nemanja Selenovic gibt quer auf Matze Musche und der vollendet zum 10:8. Zum Halbzeitstand 11:9 netzt dann aber Flensburg in der, Achtung, 25. Spielminute ein. Es werden in dieser kurzweiligen und hart umkämpften Partie unglaubliche 9 torlose Minuten vergehen. Beide Teams sichtlich angespannt. Nach dieser kleinen Rangelei gab es Zeitstrafen für beide Teams. Nemanja Selenovic macht es dann per 7 Meter. Treffer zum 12:9. Das war nach dem Geschmack des Publikums. Yannick Green mit einer super Parade und im Gegenzug dann Yves Grafenhorst mit dem 16:12. Und weil es so schön war, pariert Yannick gleich noch einmal. Kurz darauf legt Michael Damgaard eiskalt zur ersten 5-Tore-Führung auf. Aber Flensburg kämpft. Und so heißt es 19:17. Die Flensburger Abwehr wird besser. Und so kann Flensburg zaubern. 19:18. Zum Ende der 54. Minute das gleiche Bild. Andreas Rojewski bekommt den Ball nicht ins Flensburger Tor und so kann im Gegenzug der Ausgleich fallen. Ausgleich. 2 Minuten vor dem Ende kann Flensburg sogar mit 2 Toren in Führung gehen. Tor SG, Flensburg, Tor. Ein 7 Meter geht beim SCM sogar noch schief. War's das? Aber es kommt doch ein richtiger Krimi. Yannick Green pariert. Und im Gegenzug fasst sich Michael Haas ein Herz und trifft zum 22:23. Trainer Bennett Wiegert kann noch eine Auszeit nehmen und macht eine klare Ansage. Es sind noch 16 Sekunden auf der Uhr, alles oder nichts. Und da ist er, der Ausgleich. Es gibt kein Halten mehr, gefühlt doch ein Sieg. Und hier die Stimmen zum Spiel. Ja, also das wurde genauso schwer wie immer hier. Ich glaube, die letzten 3 Jahre haben wir verloren. Jetzt haben wir zumindest einen Punkt geholt. Wie es aussah am Ende, hätten wir natürlich gerne beide gekriegt. Aber ich glaube, unentschieden war wohl fair. Wir finden natürlich, dass wir so viele Fehler machen. Wir hätten gerne einen Sieg mitgehabt von hier. Das war leider nicht möglich mit so vielen Fehlern von Anfang, aber auch im Endphase, wo wir es eigentlich entscheiden können, machen wir ein paar Fehler, was unnötig sind. Ja, es war wirklich spannend und ich habe es gerade schon gesagt, machen wir uns nichts vor, wir müssen das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Wir sind über 55 Minuten die bessere Mannschaft. Flensburg hat uns da mit der offensiven Abwehr am Stoß ein bisschen in den Zahn gezogen.
Aber wenn man genauso ehrlich ist, können wir das Spiel auch sehr gut verlieren. Deswegen freuen wir uns trotzdem über den Punkt. Ich glaube, das zeigt, dass wir mental voll auf der Höhe sind. Also nochmal, wer anderthalb Minuten vor Schluss in der Abwehr steht und mit zwei Toren hinten liegt und dann noch unentschieden spielt, der ist mental sehr stark drauf. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir einen Punkt holen könnten. Natürlich ist das schade, dass wir nicht das, sagt man, dass wir das zumachen später, früher. Aber ja, wir haben bis zum Ende gut gekämpft und vielleicht ein bisschen zu viele Fehler im zweiten Welle gemacht. Und das war das Entscheidende heute. Das war natürlich eine unglaubliche Energie heute auch in der Halle, wie die Mannschaft aufgetreten ist von der ersten Minute an. Das Herz am richtigen Fleck gehabt. Und ich denke, wenn wir mit der Einstellung jetzt auch nach Göppingen fahren und die Jungs werden das sicherlich auch mitnehmen, Bennett wird die nochmal richtig heiß machen, dann haben wir auch in Göppingen eine Chance, nicht nur ein gutes Ergebnis, vielleicht gewinnen wir auch in Göppingen. Also mit dieser Energie, mit dieser Leistung brauchen wir uns in Göppingen auf jeden Fall nicht verstecken. Und ist es ja möglich, dass wir den Kracher in anderthalb Wochen nochmal sehen. Magdeburg gegen dann Flensburg. Dann später im Finale, klar. Wir müssen erstmal jetzt natürlich Göppingen sehen, was wir da, das ist die nächste Zielstellung. Aber klar, der Fokus auch bei allen Fans sicherlich ist schon Richtung Hamburg gerichtet. Aber auch da müssen wir erst den Bergischen AC schlagen. Ich denke, wir sollten da selbstbewusst hinfahren. Wir sind der SC Magdeburg. Wir brauchen vom Bergischen AC keine Angst haben. Respekt, in Ordnung, aber wir hauen die weg. Und dann im Finale, gut, das ist ein Spiel, 60 Minuten, was möglich ist, haben wir heute gesehen.